Die Map PGS Livno wurde aus dem Modtab entfernt. Der Fan 50 von Aran Modding bekommt ein Update. Mehr Informationen jetzt nach dem Intro. Herzlich willkommen bei den MBE Support News. Die Map PGS Livno, die heute im Modtab erschienen ist, wurde soeben auch am selben Tag wieder gelöscht. Es hat wohl mehrere Gründe, unter anderem, dass copyright-geschützte Logos verwendet wurden, beziehungsweise das Renault-Logo verbaut wurde. An dieser Stelle übrigens vielen Dank an Vesuchti, der mir dieses Bild zur Verfügung gestellt hat. Zweiter Grund sind dann diese etwas leicht bekleideter Down. ja, aber keine Sorge, das ist jetzt nicht so, wie ihr denkt. Aber wir haben es trotzdem mal lieber verpixelt, weil, ja, jugendfreundlich und so. Ne? ja. Ja, viel mehr gibt es dazu jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Außer die einzige Frage, die jetzt noch bleibt, werden wir diese Map jetzt eigentlich nochmal wiedersehen? Es ist unklar, müssen wir sagen. Es ist tatsächlich noch unklar. Aber ich denke mal, wenn der Modder diese ganzen Sachen wieder rausnimmt, die Copyright-Logos entfernt, die anstößigen Bilder entfernt und dann nochmal zum Testen einschickt, ich denke, dann sollte die Map wieder entscheiden. Aber das steht noch alles offen, werden wir uns einfach mal die nächsten Tage überraschen lassen. Als nächstes haben wir dann noch eine kleine Information über den 1050 von Aran Modding. Und zwar hat er auf seiner Facebook-Seite angekündigt, dass morgen ein Update kommt. Ich habe ihn mal persönlich gefragt, aber leider kann er uns erst morgen mit Informationen versorgen. Aber seid einfach mal gespannt, was morgen so kommt. Und ja. Ja, und viel mehr gibt es eigentlich heute auch gar nicht mehr dazu zu sagen. Das waren die MBE Support News. Mein Name ist Cody. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns. Bis dahin. Bye, bye.